Hallo zusammen und ein Hallo an Götz von WCS. Wir haben ja einen Kühlschrank. Er hat gebaut und ich habe gesagt, wie? Und das ist im Prinzip das Gleiche. Das ist ein Haushaltskühlschrank. Er schreibt, der billigste Kühlschrank, den es gibt. Ich weiß, wie viele Stunden das er hatte. Hier habe ich einen Tiefkühler. Und hier habe ich einen Standard-Kühlschrank. Und dieser Haushaltskühlschrank, den kann ich für wenig Geld kaufen. Und dann fangen die Probleme an. Dieser Kühlschrank hat eine Breite von 49,5. Und jeder Wohnwagenkühlschrank, der kommt noch von Electrolux her, hat eine Breite von 52,5. Also hier fehlen 2,5 cm. Also heißt, ich müsste hier links und rechts einen Rahmen machen und dann geht die Tür ja auch auf der Seite. Das heißt, ich muss das einen Rahmen haben. Dann habe ich hier einen Spalt dazwischen. Wenn ich den im Wohnmobil einbauen will, wenn ich den ins Gartenhaus stelle, das ist ein anderes Thema, stelle ich hin, Punkt, fertig. Wenn ich den aber einbauen will im Wohnmobil, brauche ich vorne einen Abschluss. Gut, ich bin Schreinermeister, also ich nicht, aber andere. Ich mache wie hier schön aus, keine Ahnung was für Holz, einen schönen Rahmen, überhaupt kein Thema. Und dann könnte ich natürlich sowas... Ich zeige euch zuerst mal ein Tippenschild. Das ist Mobius Evozell. Das ist im Prinzip das gleiche wie Armaflex. Kann ich hier außen drauf machen. Links, rechts, da habe ich noch zusätzliche Isolation. Wenn ihr jetzt aber, drehen wir den Kühlschrank um. Wenn wir jetzt aber den Kühlschrank umbauen, dass wir den auf 12 Volt laufen lassen, können wir hier keine R134A-Maschine einsetzen, lieber Götz. Du kannst ja, ich nicht, weil ich krieg die nicht nach Deutschland. Jetzt hatte ich so einen Kühlschrank von Kisma mit dem komischen Speicher, das verlinke ich euch oben. Der hat... Da tut der Zoll schon wieder blöd, das ist Ware, die ich nicht importieren kann nach Deutschland, wurde zurückgeschickt. Jetzt steht der Kühlschrank da. Das ist ein anderes Thema. Wenn ich hier in einem haushaltsdesignten Kühlschrank, obwohl der fürs Wohnmobil ist, obwohl das ein 12 Volt ist, also im Haushalt gar nicht geht, aber er ist designt wie ein Haushaltskühlschrank, dann darf ich kein Kältemittel einsetzen mit einem GWP über 150. R134A, was sonst verbaut wird, hat ein GWP von 1400 und irgendwas. Geht also nicht. Ich muss also hier einen anderen Kompressor einsetzen. Das ist also ein BD35K und wir sehen es unten, hat er R600 drin. Zweitens sehen wir hier, dass hier ein Kondensator drin sitzt. Da komme ich später dazu, mit Lüfter. Also das R600 hat ein GWP von 3. Also weit unter 150. Kann ich einsetzen, ist überhaupt kein Problem. War auch original in diesem Kühlschrank mal drin. Aber so läuft der Kompressor natürlich auf 12 Volt. Ich könnte jetzt noch ein Netzgerät vorschalten, dann läuft er noch auf 230 Volt. Ja, wir kommen zu diesem Lüfter hier. Wenn ich diesen Kühlschrank mit dieser Evozell-Matte zuklebe, hier, so 13 mm, dann
isoliert er. Nur, wenn der Wärmetauscher hier in der Wand drin ist, wird der ersticken. Und er kann die Wärme nicht mehr abführen. Vielleicht haben wir mal irgendwen gelernt, da mache ich euch unten ein Video, dass, wie das Kühlsystem funktioniert. Dass das eigentlich ein Wärmeabtransportsystem ist. Aus diesem Grund ist im Kühlschrank weniger warm und nicht kalt. Wenn ich hier zuklatsche, isoliere mit so einer Matte, dann bringe ich die Wärme nicht weg. Das ist Nautenhautflüsse, mache ich euch hier ein Video. Aus diesem Grund ist hier unten ein Lüfter drin mit einem Kondensator, dass die ganze Wärme hier unten abgegeben werden kann. Hat Götz gemacht, ohne dass er es weiß, aber bei ihm funktioniert es. Er sagt, der Kühlschrank läuft wunderbar. Ja, das wäre der Kühlschrank. Kommen wir zu den Preisen. Das ist das Zweite, was die Leute fragen nach den Maßen. Ich habe den Kühlschrank jetzt hier drin, neu. Der ist dann mit Rahmen, mit der Isolation. Hier ein Türverschluss zweimal, wo ich einrasten kann. Ist noch nicht ganz definitiv, was wir da machen. Ist ja noch Zeit, bis wir den liefern können im Frühjahr. Maße sind hier drauf und hier unten habe ich einen Preis von 1800. Es gibt dann zwei unterschiedliche, Band links, Band rechts. Und das hier ist übrigens der neue Katalog von 2021, der ist erst nächstes Jahr gültig. Aber ihr könnt ihn natürlich unten, verlinke ich den, da könnt ihr den runterladen und auf Seite 41. Ja. Ich mache den Winkel aus Chromstahl. Der im Schrebergarten sagt, brauche ich doch nicht. Ich hätte da lieber den Kühlschrank ohne Rahmen, ohne Isolation. Da kaufe ich von Armaflex oder sonst jemandem. Das habe ich sowieso noch, weil ich ausbaue. Ich brauche auch keinen Türverschluss, das mache ich selber. Dann liege hier bei diesem Kühlschrank bei 1200 Euro bzw. Franken. Ja, wenn ihr Fragen habt zu diesem Kühlschrank, dann fragt mich. Wenn ihr diesen Kühlschrank ohne Rahmen wollt, fragt mich an. Ich mache wahrscheinlich eine begrenzte Stückzahl, je nach Zeit und Aufwand. Stell die ans Lager und dann schauen wir, was da ist. Aber eben, auch 1800 mit Rahmen und so weiter, das ist eine grobe Schätzung, wir haben den so drin. Für das könnt ihr auch bei 1200 nur der nackte Kühlschrank, ohne irgendwas dran, könnt ihr das auch selber. Ich mache Kühlschränke und keine Einbaurahmen aus Nussholz oder sowas. Ich verlinke euch hier das Video über den Außenhauptverflüssiger. Hier habe ich erwähnt, das Video, und hier auch. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich sage Götz, danke für dieses Geschenk hier. Freunde unterhalten einander. Ich weiß, was drin ist. Da ist ein Ladebooster drin, das Neueste, was WCS auf den Markt bringt. Und klar, hier unten verlinke ich euch dann natürlich den Kanal von Götz, wenn ihr elektrisch, dieser Mann weiß, von was er spricht. Ich bringe den Laderegler. Ich wünsche euch einen schönen Tag.